Auf den Tag genau. Heute vor 40 Jahren, da taten hunderttausende Frauen in der Schweiz etwas, was sie noch nie zuvor in ihrem Leben getan hatten. Sie nahmen zum ersten Mal an einer eidgenössischen Volksabstimmung teil. 4 Monate, nachdem ihnen die Schweizer Männer das Stimmrecht zugebilligt hatten. Und dies nach jahrzehntelangem Kampf. Die Bilder aus der Tagesschau von heute vor 40 Jahren zeigen Frauen an der Urne aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und Landesteilen. Abgestimmt wurde übrigens über die Finanzordnung des Bundes sowie einen neuen Verfassungsartikel zum Umweltschutz. Das neu aus Frauen und Männern bestehende Stimmvolk sagte übrigens zweimal Ja. Dieser historische erste gemeinsame Urnengang wurde heute in Bern gebührend gefeiert und mit dabei war auch Georg Halter. Zur Feier des Tages ist am Festakt fast alles weiblich. Auch das Rahmenprogramm mit der Sängerin und Musikerin Sophie Hunger. Aber auch die Mehrheit des Publikums und die Hauptreferentin Micheline Calmire. Die Bundespräsidentin zieht den Hut vor dem Mut und dem Durchhaltewillen der Pionierinnen des Frauenstimmrechts. Der Blick zurück zeigt eindrücklich, dass die Schweiz vor dem Frauenstimmrecht eine andere war als danach. Ich habe meiner Enkelin gesagt, dass ich als Gemeindepräsidentin kein eigenes Bankkonto eröffnen konnte, ohne Zustimmung meines Mannes. Sie hat mich angeschaut, wenn ich vom Mars käme. Sagt, so etwas gibt es doch nicht. Sage ich doch, das gab es damals, aber heute ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Aber auch ein ganz aktuelles politisches Thema sorgt an diesem Festtag der Frauenrechte für Gesprächsstoff. Dass Kritiker den AKW-Ausstieg des mehrheitlich weiblichen Bundesrats als emotional und damit typisch weiblich bezeichnet haben. Die meisten politischen Entscheide sind emotionale Entscheide, von daher ist das nichts Neues. Ich bin froh, wenn Politikerinnen und Politiker auch mit den Emotionen entscheiden, weil die reine Rationalität, die wäre unmenschlich. Das ist eine Art und Weise, uns die Kompetenz zu versagen. Also man denkt, diese Frauen sind nicht einfach fähig, Papiere zu lesen. Die denken nur mit ihrem Bauch. Und das stimmt einfach nicht. Also wir sind fähig, vielleicht mehr als Männer. Ganz verschwunden ist der Geschlechterkampf also auch 40 Jahre nach dem Frauenstimmrecht nicht. Das Ende der Geschichte ist noch nicht erreicht.